Willkommen, liebe Zuschauer. Sie sehen es schon, heute bei mir Andreas Deutsch. Mit dem möchte ich jetzt über einige Werte sprechen. Hallo Andreas. Hallo Marco. Du hast uns zunächst einmal die Sportartikelbranche mitgebracht. Wir starten mit Adidas, denn die haben jüngst Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen? Ja, die Zahlen sind ja druckfrisch. Also das Wachstumstempo ist nicht mehr ganz so hoch, aber trotzdem insgesamt die Zahlen gut ausgefallen. Operative Marge bei 14%, das hat schon was. Und da ist ja Kasper Rorsted auch angetreten, dass er Adidas profitabler macht. Das war ja immer so diese Kritik dann, der Unterschied zwischen Adidas und Nike. Nike viel profitabler als Adidas, und da ist Adidas auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Aber die Erwartungen sind extrem an Adidas, also weil das Unternehmen in den letzten Quartalen immer sehr, sehr gute Zahlen gebracht hat, die Erwartungen übertroffen hat und dann mehrmals auch die Prognosen erhöht hat. Also wie reagiert die Aktie, wie reagiert die Börse, sie reagiert etwas enttäuscht heute Morgen. Aber wie gesagt, die Story ist auf jeden Fall intakt, diese Profitabilität. Und wir schauen uns das auch an. Der Aufwärtstrend weiter intakt, die Aktie über der 200-Tage-Linie. Also jetzt hier schreit der Chart im Moment auf keinen Fall: Kauf mich, das muss man dann schon so festhalten. Aber langfristig orientierte Anleger, die bleiben dann dabei. Die Konkurrenz gibt sich natürlich nicht kampflos geschlagen. Puma, auch da hat man gleich vor kurzem den Ausblick kräftig angehoben. Absolut, ja. Puma, bei Puma läuft es wirklich sensationell. Das sieht man ja auch hier am Chart. Wunderschönes Kaufsignal hier geliefert und wie du richtig gesagt hast, die Prognose angehoben, die Marke ist wieder in. Man wächst ordentlich hier, Puma, und da gibt es natürlich auch diese Fantasie, was macht Kering, der Großaktionär, mit Puma? Jetzt, wo es wieder bei Puma läuft, dann wird das Unternehmen natürlich auch wieder interessant für die Übernahme. Wer greift zu, Private Equity oder ein Konkurrent? Vielleicht geht es dann in Richtung Private Equity. Klar ist, dass Kering nicht ewig investiert bleiben wird bei Puma. Die Spekulation gab es ja schon mal. Und jetzt sieht es natürlich danach aus, dass hier der Fall dann wieder konkret wird und Kering sich von Puma dann trennen wird. Bei Under Armour, dem nächsten Wert, da ist der Umsatz in Q3 hingegen kräftig geschrumpft. Naja, das war ja dann auch mit einer Warnung verbunden bei Under Armour. Und die Aktie hier, man sieht es hier also im katastrophalen Abwärtstrend. Das ist auch schwer für das Unternehmen jetzt hier in diesen bei den etablierten Marken dann zu punkten. Vor allem, das habe ich auch oft gesagt, es ist nun mal, es wird noch nicht als Modemarke wahrgenommen, noch nicht als Lifestyle. Die Sneakers, die Pullover, da will man sich dann mit Tommy Hilfiger oder mit Boss messen. Ich weiß es nicht, ob das so funktioniert. Und das kostet natürlich unfassbar viel Geld. Es kostet Marketing. Man muss die Geschäfte bezahlen, dass man da liegt, dass man dann auch wahrgenommen wird als Modemarke. Unfassbar schwierig. Und in Europa ist der Konkurrenzkampf hart im Sportartikelbereich, also nicht nur im Modebereich, sondern da gibt es ja auch im Sportartikelbereich Adidas, Puma, Nike, Erima, Odlo, wie sie alle heißen. Und da hat es Under Armour auf jeden Fall schwer, in Europa Fuß zu fassen. Und das drückt natürlich auch extrem auf die Margen. Machen wir das Quartett voll. Schauen wir noch auf Nike. Wie sieht es hier aus? Ja, bei Nike ist es auf jeden Fall so eine ziemlich zähe Geschichte. Also ich umkreise es jetzt mal hier so. Wir haben hier den Abwärtstrend eigentlich noch mit Takt, dann hier jetzt nochmal so ein kurzes Aufflackern der Aktie. Aber also, wenn man sich engagieren will, dann finde ich im Moment Puma sehr interessant, auch aus charttechnischen Gründen und wegen der Wachstumsfantasie und wegen der Übernahmefantasie. Und naja, Nike, da muss irgendwie ein bisschen mehr kommen als dieses solide Handwerk. Also im Moment finde ich die Aktie nicht so interessant. Gut, dann wechseln wir einfach mal die Branche. Wir schauen jetzt auf Disney. Ja. Da baut sich der Chart auf. Thor 3, der aktuelle Blockbuster im Kino, und läuft ganz gut. Genau, Thor ist gut angelaufen im Kino, aber das Filmgeschäft war ja sowieso nie das Problematische. Jetzt gibt es die Spekulation, dass Disney da Assets von Fox kaufen wird, von 20th Century Fox. Das wäre natürlich dann wirklich eine Hausnummer. Da könnte man dann vielleicht sogar der größte Filmgigant aller Zeiten werden, wenn man sich hier darauf konzentriert. Hier sehen wir ein paar Ausschnitte von Thor. Jetzt sehen wir sie doch nicht mehr. Doch, jetzt sehen wir sie doch wieder. Ja, guter Film auf jeden Fall. Hast du ihn schon gesehen? Nein, noch nicht. Okay, ich werde ihn wahrscheinlich angucken. Ich habe auch die Filme noch nicht gesehen. Bei Thor bin ich ziemlich raus, aber vielleicht sollte ich es dann doch mal mir genauer anschauen. Na gut, also wenn sich Disney, hier Marvel ist ein tolles Asset, wenn sich Disney hier auf dieses Film Segment konzentrieren will, noch mehr konzentrieren will, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und eine Analystin hat auch gesagt, wenn das wirklich klappt, der Deal, also wenn die beiden merchen, dann a dream will come true, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Dann schauen wir gleich auf den nächsten Wert, auf Hasbro. Da hatte man ja ziemlich gelitten unter der Toys R Us Pleite und so richtig erholt hat man sich auch noch nicht. Absolut nicht. Das ist natürlich ein Vertriebskanal, der dann wegbricht. Aber das kommt natürlich darauf an, wie man dann in Zukunft dann seine Produkte an den Markt bringt.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass es ja kein Problem bei Hasbro ist, sondern dann das Problem woanders lag, also extern. Und Hasbro hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Also Spielzeug ohne Ende, das ganze Merchandising bei den Filmen, wir haben eben Thor gesehen. Und deswegen bin ich auch nach wie vor bullish für die Aktion. Das ist eigentlich hier die Bodenbildung für mich, wenn ich langfristiger Anleger bin, eine gute Kaufchance. Dann schauen wir jetzt auf Constellation Brands, die jetzt ja nicht nur auf Getränke setzen, sondern auch Marihuana eventuell in ihr Portfolio aufnehmen. Genau. Ja, der nächste Rausch ist ein Vorprogramm. Also Constellation Brands, absolut ultra starke Aktie, zuletzt hier der Aufwärtstrend nochmal an Dynamik gewonnen. Es liegt daran, man hat Corona im Repertoire, also man hat ja die Vertriebsrechte in Amerika. Und da spielt der demografische Wandel dem Unternehmen sehr in die Karten, weil der Anteil der Hispanics an der amerikanischen Bevölkerung extrem steigt. Und die trinken natürlich sehr gerne mexikanisches Bier. Also nicht nur die, sondern auch die Millennials mögen es sehr gerne. Und deswegen steigt die Aktie hier weiterhin. Man hat sich auch auf das Craft-Bier konzentriert, sehr frühzeitig. Also super angesagte Biermarken im Portfolio. Man ist dann noch der größte Weinhändler. Wein ist ja auch bei den Millennials sehr beliebt. Und wie du gerade gesagt hast, jetzt hat man da das neue Standbein, da sind ja die Prognosen sensationell für Cannabis in Amerika. Da wird von 100 Milliarden Dollar Umsatz Ende des, also 2029 gesprochen. Und hier noch ein Standbein drin, also wirklich wunderbar. Und man sieht ja charttechnisch alles im Lot. Dann schauen wir noch auf McDonald's. Auch da sehen wir jetzt hier gleich im Jahreschart, das ist sehr gut gelaufen zuletzt. Ist da noch Luft nach oben bei dem Wert? Absolut. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, da geht dann die Aktie hier noch über den Widerstand rüber. Der Aufwärtstrend nimmt da nochmal Dynamik an. Und wenn wir uns den hier nochmal anschauen, hier also charttechnisch wirklich alles im Lack. Tolle Aktie, tolles Konzept, sehr ehrgeiziger, visionärer CEO. Wirklich eine tolle Aktie im Moment hier bei McDonald's. Und man sieht ja auch, dass die Konkurrenz es schwer hat. Also McDonald's als Dino, wo man immer gesagt hat, die können sich gar nicht mehr neu erfinden. Ja, sie haben es aber trotzdem gemacht. Sie setzen auf bessere Speisen, auf mehr, besseres Ambiente und lotsen da auch wieder die sehr umgarnten Millennials in die Filialen. Die natürlich auch kaufen, da sind wir beim letzten Wert bei Zalando. Starkes Wachstum, aber der Gewinn, der hat jetzt bei den Zahlen ja nicht mitgespielt, der hat stagniert. Ja, aber... beziehungsweise sogar gefallen, oder? Null Gewinn hat man erzielt, fast null. Ja, aber ich definiere Zalando immer noch als Wachstumsmaschine, dass man hier wirklich in die Kundenbindung reingeht, immer mehr Kunden sich an Land zieht, um dann natürlich an Amazon, also Amazon nicht fürchten zu müssen. Und ich meine, bei Amazon war es am Anfang auch so. Also man ist, hat als extrem auf Wachstum, man wollte die Marke immer weiter etablieren und da ist Zalando auf einem guten Weg. Und naja, die Aktie war ja auch schon stark gestiegen, hält sich weiter über der 200-Tage-Linie. Ich würde sagen, dabei bleiben. Gut, dann Dankeschön für heute, Andreas. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.